Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Sportspiele auf Retro-Konsolen sind ja meistens relativ schlecht gealtert und nicht umsonst sind die in der Regel auch die günstigsten Spiele, die man sich denn noch kaufen kann. Die FIFA-Serie ist natürlich bis heute ein großes Brett bei den Fußballspielen und hatte ihren Start auch auf den Gameboy. Es sind ganze 5 FIFA-Spiele für das System erschienen. Wie da die Evolution war, ob die überhaupt was taugen oder nicht, das stelle ich euch hier in der Reihe nach in diesem Video vor. Viel Spaß, nach dem Intro geht's los. FIFA International Soccer auf dem Gameboy ist wie eine Zeitreise zurück in die frühen 90er, als Fußballspiele noch simple Pixelhaufen waren und unser Torjubel eher, naja, Fantasie als Realität war. Das Spiel ist die Gameboy-Version des ersten FIFA-Spiels überhaupt und verspricht schnellen Kick- und Passfußball für unterwegs. Naja, zumindest so ungefähr, wenn man beide Augen zudrückt. Im Grunde bekommst du das, was du auf dem Gameboy erwarten würdest. Eine Handvoll Nationalteams, mit denen du entweder Freundschaftsspiele bestreiten oder direkt in ein Turnier eintauchen kannst. Viel mehr gibt es nicht, denn Statistiken oder detaillierte Taktiken kannst du hier echt lange suchen. Die Steuerung ist denkbar einfach. 2 Knöpfe für alles Wichtige. Passen, schießen und den Ball abjagen. Wenn man ehrlich ist, liegt vielleicht die größte Stärke, wenn man das so nennen will, von FIFA für den Gameboy in seiner Einfachheit. Es ist zugänglich, schnell zu erlernen und bietet hier eine kleine Dosis Fußballspaß für unterwegs. Es war tatsächlich das erste seiner Art, das die FIFA-Reihe auf den Handheld brachte, also quasi ein historischer Moment. Immerhin ist die FIFA-Serie ja heute noch aktuell und populär. Wer jetzt keine großen Ansprüche hat und einfach nur ein paar Tore in pixeliger Optik schießen will, kann hier reinschauen. Aber okay, das war auch das einzig Positive, was ich über das Spiel sagen könnte. Denn die Grafik ist, naja, nennen wir es mal Schammern. Eine Handvoll Pixel versucht hier verzweifelt, dir die Illusion von Spielern zu vermitteln. Aber wer da genau spielt, bleibt ein Geheimnis. Die Spielfiguren sind winzig und das erkennt der Spieler gleich mehr ein Rätsel als ein Spielerlebnis. Und die KI, naja, wenn man sie so nennen mag, ist, sagen wir, gemütlich. Wer eine echte Herausforderung sucht, wird hier natürlich eher enttäuscht werden. Und leider wird das Ganze auch schnell repetitiv. Wer ein paar Spiele gewonnen hat, kennt schon alles, was das Spiel zu bieten hat. Im Vergleich zu den späteren FIFA-Versionen, die immerhin versuchten, ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen, ist das hier leider eine sehr abgespeckte Urversion. Als erstes FIFA auf dem Gameboy hat es die Messlatte zwar nicht allzu hoch gelegt, aber ohne diese wackeligen Anfänge hätte die Serie später auf dem Gameboy ja kaum an Fahrt aufgenommen. Also immerhin etwas Positives. Nicht erschrecken, eine kurze Werbung in eigener Sache. Mein neues Buch Gameboy Geheimtipp 2 ist nämlich jetzt erhältlich. Auf 84 Seiten stelle ich euch 34 Spiele vor, die kaum jemand kennt, aber unbedingt mal einen Blick wert sind. Dazu gibt es ein Mega Man Special, in dem ich alle Mega Man Spiele für den klassischen Gameboy genauer unter die Lupe nehme. Das Ganze kommt als farbiger Doppelseiten-Guide, verfügbar als Taschenbuch, Hardcover und E-Book. Verfügbar übrigens auf Amazon. Den Link zu der Bestellung findet ihr unten in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit dem Video. Mit FIFA Soccer 96 kehrt der Fußball auf den Gameboy zurück und dieses Mal hat es ein kleines Upgrade im Gepäck, denn der Vorgänger war, wie gerade besprochen, doch sehr simpel. Das Spiel schafft es tatsächlich, ein paar Features und Neuerungen einzubauen, die ein kleines Stück mehr an die großen Versionen heranbringen. Was sofort auffällt, FIFA 96 bietet eine größere Auswahl an Teams und sogar ein bisschen mehr Tiefe. Neben den Nationalmannschaften kommen jetzt auch Clubs ins Spiel, was bedeutet, dass ihr die Ehre von Teams wie Manchester United oder Barcelona im Taschenformat verteidigen könnt. Die Steuerung ist ein bisschen verfeinert und zumindest das Gefühl, wirklich Fußball zu spielen, rückt hier etwas näher. Also soweit es natürlich Relation auf den Gameboy geht. Neu sind auch ein paar taktische Einstellungen, die zwar jetzt nicht das Niveau einer realistischen Simulation erreichen, aber immerhin das Gefühl geben, dass du ein bisschen Einfluss auf das Spielgeschehen hast. Und eine der großen Stärken ist, dass wirklich versucht wurde, mehr Spiel in den Fußball zu bringen. Die größere Auswahl an Teams sorgt für mehr Abwechslung und auch die etwas verbesserte KI bietet dir zumindest hin und wieder eine Herausforderung. Man kann fast sagen, dass das Spiel sich erwachsener anfühlt, also wie gesagt, so erwachsen, wie es halt auf den Gameboy eben geht. Dazu kommt noch eine bessere Übersicht auf dem Spielfeld, die das Chaos etwas reduziert. Aber man darf natürlich nicht vergessen,
Es ist ein Gameboy-Spiel. Die Grafik ist besser, aber Spieler sind immer noch so kleine winzige Männchen, die ein bisschen wie wandernde Klötzchen wirken. Die Action ist weiterhin einseitig und wer einmal die Siegformel gefunden hat, wird auch hier feststellen, dass sich die Matches sich schnell wiederholen. Auch die Soundkulisse bleibt ja sehr minimalistisch. Im Vergleich zu Vorgänger merkt man jedoch aber, das Spiel bemüht sich tatsächlich neue Impulse zu setzen. Zwar ist es noch weit entfernt von einer echten Fußballsimulation, aber für Gameboy-Verhältnisse eine echt beachtliche Verbesserung. Zusammengefasst ist FIFA Soccer 96 eine charmante Weiterentwicklung, die den Fußball auf den Gameboy etwas mehr Leben einhaucht. Ein paar mehr Teams, ein Hauch von Taktik und ein kleines Plus an Übersicht macht das für Fans des Gameboys definitiv mal einen Blick wert. Auch natürlich mit einer nostalgischen Brille und mit Augenzwinkern. Zumindest mehr als der Vorgänger. Mit FIFA Soccer 97, ich weiß ja, wirklich kreative Titel, aber so ist es eben mit FIFA, geht EA einen weiteren Schritt, um den Gameboy in ein Fußballstadion in Taschenformat zu verwandeln. Auch wenn die technischen Grenzen des Gameboys nach wie vor unübersehbar sind, bringt FIFA 97 denn noch mehr Verbesserungen und Feinheiten mit sich, die den Kick im Mini-Format ein Stückchen interessanter machen. Das Spiel bietet erneut die volle Auswahl an internationalen Mannschaften und Clubteams und versucht außerdem, das Gameplay etwas dynamischer und flüssiger zu gestalten. Diesmal gibt es sogar einen Hallenmodus. Hier können ihr also die kleinen Pixelkicker in einem Raum ohne Außenlinien spielen, was für ein bisschen mehr Abwechslung sorgt und das Spielgeschehen doch etwas flotter wirken lässt. Die Steuerung bleibt dabei natürlich einfach, aber EA hat an der Balance geschraubt und so, dass die Spielzüge etwas direkter wirken. Zwar gibt es keine detaillierte Taktikoption, aber immerhin fühlt sich FIFA 97 etwas aufpolierter an. Es ist klar, dass Entwickler das Maximum aus dem Gameboy herauskitzeln wollten. Ein Highlight ist hier definitiv der erwähnte Hallmodus. Für damalige Verhältnisse war das ein kleines Novum und bringt einen frischen Wind ins Gameplay, denn die Partien sind dadurch etwas temporeicher und auch intensiver. Auch die KI wurde mal wieder verbessert, sodass man nicht mehr ganz so einfach über das Spielfeld marschiert. Manchmal überrascht der Gegner sogar einen mit einem echten Konter. Klingt banal, aber das ist hier wirklich eine Besonderheit. Die Grafik ist auch ebenfalls etwas feiner und man kann endlich mal erkennen, welche Männchen zu welchem Team gehören. Alles in allem wirkt FIFA 97 wie eine gereifte Version der Vorgänger, die versucht, das Spielgeschehen etwas realistischer und weniger monoton zu gestalten. Klar, es bleibt halt eben ein Gameboy-Spiel und auch FIFA 97 hat hier seine Einschränkung. Die Steuerung mag zwar verbessert sein, aber wirkt trotzdem immer wieder etwas hakelig. Dazu kommt, dass die kleinen Pixelspieler immerhin nur grob erkennbare Männchen sind und das Gedränge auf dem Spielfeld dann schnell unübersichtlich werden kann. Auch wenn die KI smarter geworden ist, sorgt sie trotzdem immer wieder für seltsame Spielzüge, die wirklich alles andere als professionell wirken. Aber auch hier, im Vergleich zu den Vorgängern, macht das Spiel wieder einige Fortschritte. Der Hallmodus alleine hebt es von den anderen ab und bietet eine interessante Abwechslung zum klassischen Feldspiel. Unterm Strich ist FIFA Soccer 97 auf dem Gameboy so etwas wie das Meisterstück der FIFA-Reihe auf dem System. Zumindest so in Relation zu den Vorgängerspielen natürlich. Also, wenn ihr eine Version spielen wollt von den klassischen FIFA-Spielen, dann greift zu dieser hier. Mit FIFA Road to World Cup 98 bringt EA Sports das WM-Fieber auf den klassischen Gameboy und gibt dir die Chance, dein Team in die Großweltmeisterschaft zu führen. Ihr merkt also schon, hier liegt der Fokus wirklich auf den World Cup 98, der damals in Frankreich ausgetragen wurde. Natürlich ist denn deswegen hier der größte Unterschied zu den anderen FIFA Gameboy-Spielen der Fokus auf die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Du kannst also nicht nur die Endrunde spielen, sondern dein Team durch die hitzige Qualifikationsrunden führen, was dem Ganzen eine besondere Spannung verleiht. Es stehen alle Nationalmannschaften zur Verfügung, sodass dir deinen Favoriten schnappen kannst und dich durch die Quali bis zur Weltmeisterschaft kämpfen kannst. Die Steuerung bleibt einfach und gewohnt unkompliziert, mit den klassischen Aktionen wie Passen, Schießen und Grätschen natürlich. Obwohl das Gameplay auf den Gameboy natürlich immer mal wieder noch simpel bleibt, ist die Idee, die WM-Qualifikation in ein Spiel abzubilden, ein schöner Touch und bringt ein bisschen mehr Tiefe in das Pixelspiel. Eine der besten Seiten von dem Spiel ist die Turnierstruktur, die dir das Gefühl gibt, sich tatsächlich für etwas Großes zu qualifizieren. Die Möglichkeit, dein Team Schritt für Schritt zur WM zu bringen, ist für die damaligen Verhältnisse ziemlich cool und hebt das Spiel von den bisherigen FIFA-Versionen ab. Auch die Grafik hat sich um einiges verbessert. Für den Gameboy ist das Spiel sehr gut strukturiert und man kann zumindest grob erkennen, wer zu welchem Team gehört, wie beim Vorgänger FIFA 97. Die KI hat sich ebenfalls etwas gesteigert und deine Gegner sind nicht mehr nur nette Passgeber, sondern verteidigen hin und wieder auch überraschend hartnäckig. Natürlich kann auch dieses Spiel die Limitierung des Gameboys nicht verbergen.
Die Steuerung ist etwas verbessert, aber immer noch hakelig und die Pixel-Kicker sehen halt aus wie kleine wandernde Punkte, die manchmal eher zufällig als geplant über das Spielfeld flitzen. Die Soundkulisse ist auch hier nicht großartig verbessert worden, leider. Zudem kann das Gameplay auch nach ein paar Partien ja repetitiv wirken, vor allem wenn man die Quali ein paar Mal durchgespielt hat. Also Langzeitspaß habt ihr hier nicht definitiv. Aber verglichen mit den Vorgängern ist das Spiel eine klare Weiterentwicklung. Die Möglichkeit, die gesamte WM-Qualifikation zu spielen, ist ein echtes Plus und verleiht dem Spiel eine Tiefe, die die Vorgänger eben nicht bieten konnten. Trotzdem bleibt es eben auf dem Papier ein FIFA-Spiel auf den Gameboy. Also heutiger Wiederspielwert ist halt, ja, eher eingeschränkt. World Cup 98 ist jetzt das finale klassische FIFA-Spiel für den Gameboy. Ob es was taugt, das sehen wir jetzt gleich. Das Spiel hat das volle Turniererlebnis. Alle 32 Teams der Weltmeisterschaft in Frankreich sind dabei und ihr könnt eure Lieblingsmannschaft durch die Gruppenphase bis zum großen Finale führen. Der Fokus liegt hier natürlich auf den Turniermodus, was das Spiel kompakt und zielgerichtet macht. Mit der gewohnt einfachen Steuerung für Pässe, Schüsse und Tackles ist das Gameplay wie gewohnt auf unkomplizierte Action ausgerichtet, also ideal, um die WM unterwegs zu erleben, auch natürlich in sehr reduzierter Form. Grafisch ist es das Beste, was der klassische Gameboy zu bieten hat, zumindest in der FIFA-Serie. Die Entwickler haben sichtlich versucht, das Spielfeld so übersichtlich wie möglich zu gestalten und die Spieler für Gameboy-Verhältnisse einigermaßen erkennbar zu machen. Die große Stärke von World Cup 98 ist definitiv die Konzentration auf das Turnier selbst. Anders als die Vorgänger, die verschiedene Modi-Boten, geht es hier logischerweise nur um die Weltmeisterschaft, was das Spiel wie gesagt kompakt und fokussiert hält. Natürlich gibt es aber auch hier die klassischen Gameboy-Probleme. Die Grafik ist zwar verbessert, aber wirklich gut auch nicht. Und die Steuerung ist wie gewohnt echt schwammig und die Soundeffekte sind sehr minimalistisch, was dem Stadionfeeling einen leichten Dämpfer verpasst. Hier werden irgendwie mehr Soundeffekte vom Publikum und so weiter dann noch etwas besser. Also wer hier nach einer Interpretation von Torjubel und Fangesängen sucht, ist hier natürlich hier an der falschen Stelle. Aber im Vergleich zu den früheren Titeln ist das Spiel wohl die ausgereifteste Version. Mit der Fokussierung auf das Turnier bringt es tatsächlich mehr Spannung in das Spiel und lässt einen das Turnierfieber im kleinen Format erleben. Die FIFA-Spiele sind also tatsächlich immer besser geworden und das hier ist vielleicht das beste Fußball-FIFA-Spiel von EA auf dem System. Wie wir jetzt gesehen haben, sind die FIFA-Spiele durchaus mit den Jahren immer besser geworden. So richtig gut sind sie heutzutage jetzt spielbar natürlich sowieso nicht, vor allen Dingen, weil es da natürlich jetzt seitdem viele, viele Versionen weiter gab, die einfach ja vieles verbessert haben. Eigentlich gibt es für mich persönlich jetzt nur einen Grund der großen Nostalgie, warum man jetzt die FIFA-Spiele auf den Gameboy sich mal anschauen sollte und auch mal spielen sollte vielleicht. Ich muss gestehen, ich habe dieses Video eigentlich nur gemacht, weil ich die FIFA-Spiele endlich mal abarbeiten wollte und ich dachte, da ist so ein Übersichtsvideo ganz gut. Schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr meine Lieben. Macht's gut, tschüss!